Ah, ein Video gucken wir uns noch an. Eines Tages schwimmt in der Badewanne ein großer Fisch. Wie? Tina hat sich richtig erschrocken. Was macht denn der Fisch in unserer Badewanne, ruft sie. Die Mutter kommt ins Badezimmer. Oh nein! Das ist ein Karpfen, sagt sie. Nee. Heute Abend essen wir Karpfen. Oh. Den Karpfen scheint es nicht zu bekümmern, dass er in den Kochtopf soll. Er schwimmt munter auf und ab. Tine holt die Dose mit dem Fischfutter aus Tims Zimmer. Sie streut ein wenig Futter in die Badewanne. Der Karpfen schnappt danach mit seinem großen Karpfenmaul. Er frisst sogar richtig, denkt Tine. Ja, ja. Und dich wollen sie aufessen? Armer Karpfen. Als der Vater am Abend nach Hause kommt, soll der Karpfen geschlachtet werden. Der Vater holt einen Kescher und geht ins Badezimmer. Nein, renn weg! In der Badewanne schwimmt ein Fisch, aber der Fisch ist rot und er ist aus Plastik. Oh. Sehr witzig, sagt der Vater. Wo ist der Karpfen? Tine zuckt mit den Schultern. Auch Tim weiß von nichts. Ja, ja, der Tim. Und die Mutter kriegt vor Staunen große Augen. Und die Mutter. Alle fangen an zu suchen. Aber wo kann sich ein Karpfen schon verstecken? Höchstens im Putzeimer. Mhm. Oder im Spülkasten von der Toilette? Mhm. Oder in der Gießkanne auf dem Balkon? Was? Oder am Ende vielleicht im Kochtopf? Nein, auch im Kochtopf ist der Karpfen. Na, sowas. Bevor der Karpfen nicht wieder da ist, gibt es nichts zu essen, sagt der Vater streng. An diesem Abend gibt es Kartoffeln mit Meerrettichsoße und einen grünen Salat. Und zum Nachtisch gibt es Schokoladenpudding mit Vanillesoße. Boah. Den Karpfen hat niemand vermisst. Boah. Auch dem Vater schmeckt es. Er ist überhaupt nicht mehr böse. Karpfen suchen macht hungrig. Aber als alle richtig satt und zufrieden sind, sagt die Mutter, nun Tim, jetzt kannst du uns doch sagen, was du mit dem Karpfen angestellt hast. Wieso ich? Immer bin alles ich, ruft Tim. Er ist richtig böse. Ich habe den blöden Karpfen überhaupt nie gesehen. Dann schau doch mal in deinem Aquarium nach, sagt Tine und grinst über beide Ohren. Hey, du spinnst wohl, schreit Tim. Ja, ja. Wenn der Karpfen nun meine Goldfische aufgefressen hat. Alle laufen in Tims Zimmer. Richtig. Der Karpfen schwimmt im Aquarium. Er ist viel zu groß für das kleine Becken. Und Tims Goldfische? Zuerst einmal werden die Goldfische gezählt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Goldfische. Alle 5 Goldfische sind noch da. Da hast du aber Glück gehabt, sagt Tim zu Tine. Wieso Glück, meint Tine? Das war so abgemacht. Wir fressen den Karpfen nicht und der Karpfen lässt deine Goldfische in Ruhe. So ein Quatsch, sagt Tim. Wahrscheinlich mag er überhaupt keine Goldfische. Trotzdem, im Aquarium kann er nicht bleiben, sagt der Vater. Aber in den Kochtopf soll er auch nicht, ruft Tine. Die Mutter hat eine Idee. Wie wäre es, wenn wir den Karpfen in den Teich bringen würden? Ja, das ist eine Idee. Und so haben sie es gemacht. Sie sind mit Taschenlampen und mit einem Eimer hinaus zum Teich gegangen und haben den Karpfen hineingesetzt. Leb wohl, Karpfen, hat Tine noch gerufen. Und dann ist der Karpfen einfach davongeschwommen. Ja, und 5 Meter weiter wurde dann von Anglern aus dem Fluss geworfen und am nächsten Tag in ein Restaurant gebracht. Ende. Boah, jetzt habe ich voll Hunger auf Pudding. Boah, diese Typen und der Vater, ey. Der Vater, das war ja Schiebung. Der hat dann so richtig, boah, der hat den Pudding so richtig genossen, der alte Vater. Boah, so ein Aas, ey. Dieser Vater. Nein! Bühne frei. Für eine neue Geschichte. Die will ich gar nicht hören. Nicht mit so einem Anfangsbild. Nicht so. Ah, ein Pudding. Ach, guck mal, die Miesmuscheln.
Boah, können wir hier nicht Pudding kochen, ey? Boah, wenn ihr zu Hause da jetzt Pudding habt, ey, genießt das. Ne? Und wenn ihr Appetit auf Hunger habt, guckt euch das Video nicht an. Obwohl die Warnung jetzt zu spät. Oh, Kekse. Oh, das wird ja immer verbotener hier. Boah, Kekse. Hä? Was? Was ist das denn? Ja, das ist alles sehr skurril da. Boah, jetzt habe ich wirklich voll Hunger auf Pudding oder Kekse. Kekse wären auch super. Ja, wir haben alles. Sehr schön. Was du sonst noch brauchst, findest du hinter dem Vorhang des Schaufensters. Also, erstmal musst du die beiden Gläser holen. Aus deinem Korb da. Guck mal, wir haben einen Korb, wo wir unbegrenzte Items abladen können und nicht nur 4 Stück gleichzeitig. Aha. Das sind sie ja, die Graumuscheln. Quatsch, das sind doch Miesmuscheln. Die sehen aber gar nicht mies aus, sondern grau. Das sind Graumuscheln, du Mieskoffer. Doch, Unverschämtheit. Und lustige Sterne. Da sind die Sternenmuscheln. Sehr schön. Seesterne sind das, du ahnungsloser Rabe. So. So. Und jetzt nimmst du eine Muschel aus dem Glas, kannst du auch drehen übrigens. Und dann legst du sie da überall hin in den Sand, bis wir das allerschönste Schaufenster haben. Und das fotografieren wir dann. Fotografieren heißt das. Wir machen ein Bild mit der Fotokiste. Genau. So, es geht los hier. Wir machen. Ja, so geht das. So geht das. So. Wir machen hier erstmal. Boah, das war immer toll. Damals, also. Ja, mach ruhig weiter. Ja, ich mach ruhig weiter. So, wir machen hier. So ist es ziemlich schön. Ja. Da habe ich mir damals immer voll. Ja, danke, Rui. Ja, habe ich. Upsa. Habe ich mir immer voll viel Mühe gegeben bei. Super! Ja, danke. So, ich weiß noch gar nicht, was wir hier jetzt machen. Mach ruhig weiter. Erstmal hier eine Grundlage. Und damals hat mich das immer voll verwundert, warum das Glas nicht leerer wurde. So. Jetzt haben wir hier. Ja, so geht das. Jetzt haben wir hier eine Ebene. Und ich weiß nicht, was wir jetzt dahin machen. Ja, frage ich mich auch. Was können wir dahin tun? Hallo SpongeBob, ich bin's, Patrick. Nein. Ach komm, ich mach einfach das, was ich damals auch immer gemacht habe. So, hier. Jetzt ein Pudding. Ich hätte mir dieses Video nicht ansehen dürfen, ganz ehrlich. Und außerdem ist es, ich weiß, dass es gerade 20 nach 12 Uhr abends ist, aber trotzdem. Also, eigentlich ist es jetzt schon der nächste Tag. Und ich habe jetzt einen unnatürlichen Appetit auf Pudding.
Ja, hier, ich rede einfach mal ein bisschen. Mich würde mal interessieren, habt ihr damals auch 7 Steine? So ist es ziemlich schön. Würde mich mal interessieren. Also ich habe es eigentlich immer gerne geguckt. Ich glaube, das gehörte zum Wochenende einfach dazu. Da bin ich eh immer... Ja, mach ruhig weiter. Ja, genau, da bin ich eh immer so 7 Uhr schon aufgestanden damals am Wochenende. Da war 7 Uhr eine ganz normale Zeit für mich zum Aufstehen. Das war so Grundschule, Kindergarten. Ja, dann... Super! Und es lief sowieso immer was auf ARD und ZDF. Da lief dann immer... auf ARD hieß das Check 1 oder so. Und auf ZDF lief ja, dann TV. So geht das. Und das fand ich dann eigentlich immer ganz, ganz toll. Und was gab's da so? Es gab natürlich 7 Steine. So ist es ziemlich schön. Nee, ist total hässlich, Rudi. Es gab natürlich 7 Steine, das kam auf. Es kam auf ZDF. Und danach kam dann sofort immer Löwenzahn. Natürlich noch die alten Folgen mit Peter Lustig. Also sonntags war das immer. Danach kam dann Löwenzahn. Und dann. Dann musste man umschalten auf die ARD, weil dann kam um 11.30 Uhr dann ja die Sendung mit der Maus. Das durfte man natürlich auch nicht verpassen. Was gab's denn dann noch? Da gab's Captain Blaubeer, gab's dann da auch immer so eine Sendung. Ja, mach ruhig weiter. Also ich fand's toll. Ja, und unsere Männchen hier nimmt immer mehr Gestalt an. Hier, dem spendieren wir noch so ein Bärtchen hier. Oder nee, das ist der Mund. Ja. So geht das. Und das war eigentlich Pflicht. Damals das zu gucken. Und Wissen macht A kam natürlich auch immer. Das war auch immer toll. Und ich muss gestehen, manchmal, wenn ich Bock habe, gibt's ja alles im Internet, gucke ich mir auch nochmal eine Folge Wissen macht A an, weil das einfach toll war. Und immer noch toll ist, wenn man mal nicht weiß, warum. So ist es ziemlich schön. Warum, wenn man den Teller leer ist, warum es dann den nächsten Tag gutes Wetter gibt. Das habe ich vorher nie gewusst und das sieht ziemlich scheiße aus. So. Hier machen wir jetzt noch einen Stern hier oben hin. So, noch ein, boah, und noch ein. So, und genug von meiner damaligen TV-Retro, TV-Retro-Schwafeleien, denn wir haben unser tolles Bild hier fertig. Ha, ein super Foto. Meine ich auch. Das können wir uns nachher gleich angucken. Rudi, du musst auch sagen, wo. Wie, was? Alle Bilder werden nämlich im Reisetagebuch aufbewahrt. Ach so. Sag ich doch, Reisebuch. Da kann man sich immer alles angucken. Lauter. Was? Du, Siebenstein. Wir haben das allerschönste Schaufenster gemacht. Ja, das meine ich nämlich auch. Wundermuschelsandig schön. Sehr gut, ihr zwei. Das freut mich aber. Das war wirklich eine große Hilfe. Vielen Dank. Ja, gerne. So.
Ich glaube, wir können jetzt auch endlich den Horrorladen verlassen. Oder auch nicht. Nein!